Leute, mein Name ist NimeSky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, heute habe ich was ganz Besonderes für euch am Start, nämlich erkenne den Volljährigen. Wir haben ja damals gedreht, erkenne den Minderjährigen. Und wir dachten uns jetzt, weil sich das auch sehr, sehr viele von euch gewünscht haben, dass wir erkenne den Volljährigen drehen. Ist extrem spannend geworden. Ganz, ganz wichtig, Freunde, wie ihr seht, ich rock hier wieder ein komplettes Sidejeans-Outfit. Hose von Sidejeans, Zip-Hoodie von Sidejeans. Eins von vielen Pieces, die am 20.11. um 18 Uhr online gehen werden. Ihr könnt jetzt schon mal Sidejeans auf Instagram folgen, um auch wirklich nichts zu verpassen. Dort könnt ihr schon mal sehen, was alles in der Kollektion sein wird. Und einige Stammkunden werden die Chance haben, einen Early Access Code zu bekommen. Diese Kunden haben die Chance, einen Tag vorher schon die Kollektion zu shoppen. Richtig nice. Deswegen, also ich muss sagen, Kollektion finde ich richtig stark. Eins der krassesten und größten Kollektionen überhaupt. Ganz, ganz wichtig. Ey, das habe ich fast schon vergessen. Es wäre sehr, sehr nice, wenn ihr den Kanal natürlich einmal abonnieren würdet und gleichzeitig die Glocke aktivieren würdet, um auch in Zukunft wirklich nichts mehr zu verpassen. Weil es kann sein, dass euch einige Videos einfach nicht angezeigt werden. Deswegen wäre es nice, wenn ihr es einmal tun würdet. Und mir natürlich auf Instagram folgen würdet. Na, NimeSky heiße ich da. Ansonsten würde ich sagen, schlagen wir gar nicht groß rum, sondern bitten diese Special Guest einmal bitte rein! Wow! Wow, wow, wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Jungs! Nahim! Ich zitter, Jungs, ich zitter. Oh mein Gott. Es geht, Bro, alles gut? Ich mein Schatz, Alter. Alles gut, alles gut. Ewa, Avengers raus. Alles gut? Super, muss. Sehr schön, sehr schön. Jungs, okay, setzt euch. Geisteskrank, was ist das? Habt ihr uns was mitgebracht, oder was? Ja, ja, extra für euch. Nana-Tee? Nana-Tee. Kann machen im Café auf Nana-Tee. Ja, wo kriegst du das her? Bruder, überall in bestimmten Märkten, online gibt's es. Macht euch selber ein Bild, wie es schmeckt. Also bis jetzt, die Resonanzen sind sehr gut. Heftig. Nein, was geht heute? Wir haben ja schon mal gedreht, erkenne den Minderjährigen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ja, ja, normal, Bruder. Alles. Ja, du so wie, Bruder. Sammy immer, Bruder. Ich habe letztens noch geguckt mit Freddy aus Hannover, alle. Und heute erkennen den Volljährigen. Und heute drehen wir genau andersrum. Digga, das ist echt schwer, ja? Das Ding ist, weißt du, warum es noch schwerer wird? Wir haben heute 8 Kandidaten hier. Was? Boah, da muss schnell gehen, Bruder. Bisschen too much. Deswegen müssen wir auch radikal dann rausholen, ne? Expresskasse machen. Genau. Wie früher im Aldi, kennst du, wo die eingetippt werden? Ja, tak, 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 tak. Genau so. Genau diese. Skibribab, bab, ra. Boah, das ist schon mal eine gute Frage. Wer kennt Aldi noch, wo Kassierer ohne Strich? Ja, schon zu lange her, gell? Jeder Artikel soll da eingeben. Nicht mal ich kenne das, Bruder. Du kennst das, gell? Bei Chilo hat man damals in Schule mit Morsecode geschrieben. Ich hab mein Zeugnis per Fax bekommen. Der war Hostato schon. Hostato-Universität. Hostato-Fakultät. Ey, nee, ich freu mich, Bruder. Alright, ich freu mich auch. Lass mal die Kandidaten abchecken. Ja, deswegen würde ich sagen, starten wir gar nicht was rum, oder? So, bitte die Teilnehmer. Leute, oh mein Gott, das wird hart. Auf wen tippt ihr? Wer sieht volljährig aus? Cousin, ich sag dir ehrlich, schwierig, Alter. Die sehen alle jung aus. Was, viel zu schwierig. Ja. Am Ende sind das alle 17-Jährige. So. Auf jeden Fall, der Bruder ist zu auffällig, der sieht zu stabil aus. Ja, ja, der ist ja. 15, 16, safe. So vom Dorf. In das Fruchtzwerge, Walla. Diese Kalziumgehalt bei ihm ist sehr hoch. Das erste Täuschungsmanöver schon. Ja, 100%. Ja, 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 der hat ja gestern Schamhaare bekommen. Sammy, ja? kennst du den einen hier? Der war schon mal da, der war schon mal da. Was war der bei Drillinge? Alle, du kleiner Babbler, Walla, ist dein Hauptjob hier geworden, oder? Sammy, weißt du, was mich wundert? Weil normalerweise nehmen wir nur über 18-Jährige, weißt du? Digga, du bist so ein Fuchs, gell? Ey, aber das zählt nicht, weil ihr wisst, ihr kennt die Vorgeschichten. Aber guck mal, der Mauch da hinten, Bruder, der ist ganz gefährlich. Was sagst du, Chilo Abi? Ich würde sagen, der Herr hier. Also ich kann dir eine Sache sagen, Nahim. Der ganz rechts ist größte Bluff. Ja, denke ich auch. Der Bruder, der kann Fortnite spielen wie ein 15-Jähriger, Cousin, gell? Okay. Ich würde gerne die Storys anhören. Das ist ein interessantes Thema, ja, weil es schwer ist. Unnormal schwer, vor allem bei 8 Leuten. Weil, Bruder, wie unterscheidest du einen 17-Jährigen und einen 18-Jährigen? Deswegen, aber es gibt verschiedene Fragen, weißt du?
am Stehen, am Verhalten. Am Verhalten, bravo. Nicht nur das, Bruder, das ist ja ein Jahr, aber so Autofahren, solche Geschichten. Ja. Ich hab Barber-Frage, Bruder. Deswegen würde ich sagen, schauen wir gar nicht was rum, dann kann der Erste vorne rechts sich schon mal vorstellen. Also ich bin Arian, ich bin 18 Jahre alt, ich komme von Pforzheim aus Baden-Württemberg. Arian, Albaner? Zur Hälfte, ja. Und ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll, außer... Von wo aus? Kommst du von Kosovo, Albanien, wo? Aus Tschakow, aus Kosovo. Welches Baujahr bist du? 2004. Geburtsdatum? 6.1. 6.1. stimmt, 2004 war Fernsehen. Ja, genau. Safe. Sagen wir direkt raus. Nein. Der will links sein, aber der ist nicht link, deswegen habe ich es gemerkt. Ja, krass. Bist du in der Schule noch? Nein, zurzeit suche ich Arbeit, weil eigentlich hätte dieses Jahr Ausbildung gemacht. Hör auf, so anders denken. Kenner? Zurzeit ja. Hast du Führerschein? Nein, ich bin gesperrt bis 21. Warum? Ich bin mit meinem Roller zu schnell gefahren, wurde zweimal erwischt. Ja, beim Kiffen erwischt. Ich kenne die Politik. Mit Roller zu schnell. Warte ganz kurz. Wie schnell war dein Roller? Also, er war bei 64 km/h, wurde auch ein Lichtbild gemacht. Ich wollte noch dribbeln, aber... Ja, aber bis wie viel darfst du fahren? Ich durfte nur bis 25, ich habe nur einen Mofa-Führerschein. Ja, 25 ist bis 16, aber 18 kann man bis Ding fahren, 50 oder nicht? Ich weiß nicht. Bruder, ich habe selbe Probleme wie der andere. Okay, schwierig. Ey, was hast du denn dein E-Spec-Tasch drin? Ja, daran kannst du auch krass. Ja, Parfüm, Feuerzeug, Kippen. Darf ich sehen, bitte, Bruder? Ich will sehen. Zeig mir deine Tasche. Komm, Bruder, zeig uns mal deine Tasche. Komm mal kurz mit. Komm mal mit, Bruder. Kommen Sie mal mit zum Zoll. Kein Perso. Nein. Solange du kein Ballermann hier hast, Bruder. Kontrolle machen. Guck mal. Dicke Indizien, Bruder. Abo, alle Wolle, ich schwuf Corona. Da machst du mich glücklich. Was ist Cannabis for Men, oder was ist das? Ja, dieses Parfüm. Krasse Parfüm, Bruder, Larif, Cash, weißt du? Okay, der ist 17, würde ich tippen jetzt. Bruder, er ist noch jünger. Er kommt aus Kosovo, aus einer ländlichen Gegend. Er ist 14,5. Er hat 4 Packs in seiner Tasche gehabt, Cousin. Das ist auch so. Ich schwör auf alle, er hat 4 Packs. Natürlich, Cousin. Vielleicht lüge ich auch. Okay. Ja, dann danke dir erstmal. Dann würde ich sagen, machen wir mit dem Nächsten weiter. Hallo, ich bin Nick. Ich bin vor knapp 2 Wochen 18 geworden und ich komme aus Löhne. Wann bist du geboren? 10.09.2004. Nick. Dick, was hast du zum Geburtstag bekommen? Von meinen Eltern habe ich 500 Euro bekommen. Ja, 500, okay, und? Und von meinem Bruder eine PS5. Aber du bist ja 16 geworden und nicht 18. Ich bin 18 geworden. Das 5 war Wahrheit, die 500 waren Wahrheit, aber dieses 18 war geleiert. Was bist du vom Sternzeichen? Jungfrau. Jungfrau. Was hast du für einen Abschluss? Ich bin in der Schule. Schule, welche Klasse? 12. Q1. Ey Bruder, noch Q1, sondern ist man noch nicht 18. Was ist Q1? Oh. Dieser Audi. Vorher waren es 12, glaube ich, und jetzt... Audi Q1. Jetzt sind es 13. Was hast du für Leistungskurse? Ich habe heute beide Leistungskurse wiederbekommen. 4- in Sovi und 4+ in Englisch. Der macht wirklich Abi, Bruder, aber der ist 16. Wie alt ist man denn, wenn man Abi macht? Bruder, ich war 19, als ich Abi gemacht habe. Maschallah, hast du Abi? Nein, ich hab abgebrochen. Ah, ich auch, Bruder. Oder du auch? Fach-Abi abgebrochen. Ich hab richtig Abi abgebrochen. Maschallah, du bist schlauer als ich. Aber ich war schon 24 oder so, ehrlich. Hast du einen Führerschein? Ich bin dabei, also fast fertig. Ah, du bist so einer, der, wenn er 18 ist, schon direkt Führerschein hat, das kaufst du nicht ab. Hast du die Namen von deiner Mutter draufgeschrieben auf diesen Führerschein? Ja, das muss man mit 17 noch. Okay. Schwierig. Okay, dann danke dir erstmal. Dann machen wir mit der nächsten weiter. Also ich bin die Juline, ich bin 19 Jahre jung und ich komme aus Würzburg. Nee, nicht Juline. 19 Jahre. Was machst du beruflich? Ich bin angehende Krankenschwester. Also ich bin nächstes Jahr im Juni circa fertig. Juline, zeig mal deine Milchzähne. Ja, ich habe noch eine Zahnspange, aber ja, kann ja nichts zu heißen. Ja. Ich denke ehrlich, du bist noch 16. Du kannst auch ehrlich jetzt sagen und dich hinsetzen. Findest du? Also sag dir ehrlich, sie sieht ziemlich jung aus, auch so vom Lächeln und so. Hast du schon einen Führerschein? Ja. Wie geht Ölwechsel? Aber das weiß ich auch nicht, Bruder. Der war gut. Erzähl mit Madame. Also ich kann dir sagen, wie man den Ölstand misst. Ja, sag mal bitte. Also dann nimmst du den Stab raus, wischst einmal ab, gehst dann nochmal rein mit dem Stab und dann guckst du und dann kannst du das erkennen. Aber ey, ein 17-Jähriger kann auch Führerschein haben, Cousin. Ich habe auch Führerschein, ich weiß nicht, wie Ölwechsel funktioniert. Ich bin 28, ich habe keinen Führerschein. Ja, ich schau schon. Ach so, Baba. Ey, auf jeden Fall, okay, Madame, danke. So schnell. Warte. Julien, wann hast du Geburtstag? Am 01.01.2003. Ja. Der erste ist so voll, so wie ein Fake-Account machst. Aber Bruder, würdest du die erste sagen, wenn sie faken würde jetzt? Nee, bei ihr, warum sollte die lügen? Die kommt doch nicht von Marokko, Bruder, dass sie erste sagen muss. Ja, aber dann ist sie vielleicht wirklich 19.
Nein, die ist wahrscheinlich wirklich am 1.1. geboren. Meinst du? Ja. Was ist das für ein Schicksal, Bruder, ja? Um wie viel Uhr genau am 1.1. bist du denn geboren? Das muss man ja messen. Ja, so circa um 1.30 Uhr, 40. Warst du das früheste Neugeborene in der Stadt, dass du in Bild-Zeitung gelandet bist? Ja, richtig, war in der Zeitung. Krass, okay. Aber das kann ja alles stimmen. Das Ding ist, das Jahr kann halt nicht stimmen, ne? Ey, warte. Hattest du auch so Mutti-Zettel, als du deinen Führerschein gemacht hast? Nee, ich habe den erst mit 18 gemacht. Hast du Abi gemacht? Ich habe mittlere Reife gemacht und danach gleich die Ausbildung zur Krankenschwester. In welchem Lehrjahr? Im Oberkurs jetzt, also im dritten Lehrjahr. Ich glaube ihr. Ich find die sau authentisch. Jetzt habe ich sie, Bruder. Dritte Lehrjahr Krankenschwester? Ja, genau. Pass mal auf, jetzt was für Krankenschwester-Ding ich jetzt raushaue. So, was heißt Schädel auf Lateinisch? Kranium. Boah, walla, wieder stimmt doch, Bruder. Also das hat erstmal noch nichts zu heißen. Aber Bruder, Kranium ist schon ein hartes Wort, Bruder. Das weiß ich nicht, schon dritte Lehrjahr-mäßig. Was ist Pokémon? Gehst du feiern? Ja. Ja, in welche Clubs? In Würzburg, ins... Alle in Frankfurt gab's auch. Montag, Schatten dazwischen. Montag, Black Monday. Ab wann machen Clubs auf, so grundsätzlich? 22 Uhr so circa. Ist das so? Weiß ich gar nicht, war nie feiern. Weiß nicht, ich gehe auch nie feiern. Um wie viel Uhr musst du deinen Ausweis abholen, wenn du rausgehst? Boah. Guck, alte Türsteher. Alte Türsteher. Gute Frage. Am Anfang halt. Also du gibst deinen Ausweis ab, ne? Ey, ich gebe den nicht ab, ich zeig den und dann nehme ich den wieder mit. Okay, alles klar. Okay, dann danke dir erstmal, dann machen wir mit dem nächsten weiter. Moin, ich bin Danich, habe am 20.06.2003 Geburtstag. Ich arbeite beim Steuerberater als Steuerfachangestellter im dritten Ausbildungsjahr. Was? Wie alt bist du denn? Ich bin 19. 19? Niemals. Ihr alle, wie süß, der ist schon gerade. Kennst du Tiet Franz Aforta? Nein. Boah, verpisch, Cousin, du bist 15. Das war wichtig, oder? Sam ist absoluter Matrix-Springer, wirklich. Du bist Steuerfachangestellter. In der Ausbildung, im dritten Ausbildungsjahr. Das Ding ist, ich glaube, Sammy, weil ich immer diese Steuerfragen stelle, hat er sich extra ausgedacht. Okay, und komm. Sich vorbereitet, weißt du? Höchststeuersatz. Im Prozent oder? Im Cent, was? Ja, 42% plus die 3% für. Oh, den Fachbegriff kenne ich jetzt nicht, aber es gibt noch eine reiche Steuer, die 3%. Ab wann muss man die zahlen? Ab über 52.000. Boah, ist gut. Also 55 oder 52.000 Netteinkommen, also netto. Aber 52? Ja. 52 verdient Damen in der Woche, Cousin. Also ich muss sagen, als Steuerfachangestellter schaut man, also macht das Programm. DATEV macht das meistens. Bruder, hör auf, du kannst Lehrbuch chinesisch rückwärts, Cousin, übertreib nicht. Was meine hauptsächliche Aufgabe ist, ich buche, ich mache die Buchhaltung von unseren Mandanten und also ich buche nur für 3 Eingang, also nach Bank und Kassenstand. Kein Plan, was das ist, aber es kann auch vorbereitet sein. Erst Praktikum. Das mit Reichssteuer ist schon ein bisschen komisch, weil das ist eigentlich so, das ist Grundwissen, das müsste man. Weiß man. Nein, du hast gut gepunktet. Was hörst du für Musik? Alles Mögliche. Ich höre euch, ich höre auch euch. Okay, was ist ein Song, kennst du von mir? Songs, oh. Also was ich letztes auch gehört habe, ist von Paiman, Cinderella. Ich komme ja auch aus Hamburg. Ich habe von euch, also das ist heftig, ich habe mit ganz jungen Alter Besuchstag gehört. Bruder, bestell mal so eine Palette auch Dings. Nana-Tee langsam, Bruder, wenn du uns so krass feierst. Bruder, das reicht schon jetzt, Bruder. Rap mal ab, diesen Part. Erwachsenen vollzug Mutter ist im Knast heute zu Besuch. Ihr Kopftuch erkenne ich schon vom Fenster. Sam Haya Jüler, mein Sohn. Ach, dann nehmen wir Dieter Bullen, wenn er da die Ja, komm, gib ihm mal. Dieter, Hol ihn in den Recall rein. Lass ihn nicht sofort raus. Du bist der coolste 15-Jährige, den ich kenne, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Was machst du doch privat, hobbymäßig? Ich arbeite noch nebenbei bei der Deutschen Post als Minijob. Porno-Minijob. Abdi, der 16, Cousin. Ja, ich dachte, du bist Steuerfachangestellter. Im dritten Ausbildungsjahr. Okay, und das kannst du noch nebenher machen? Es ist, also ich darf das nebenbei machen, mit Absprache meines Arbeitgebers, also mit meinem Chef. Okay, du bist stark. Dann danke dir erstmal, dann würde ich sagen, machen wir mit dem hinten rechts weiter. Hallo, mein Name ist Atalay. Ich bin am 28.01.2004 geboren. Ich habe jetzt mein Fachabi gemacht, ich bin jetzt im ersten Ausbildungsjahr und komme aus Berlin. Boah, dieses Geburtsdatum hast du hier richtig auswendig gelernt. Ja, nein, hast du gemerkt? Ja, unnormal. Was bist du von Sternzeichen? Wassermann. Wenn jemand 1999 geboren ist, wie alt ist er? 23. Wenn jemand 2006 geboren ist, wie alt ist er? Boah, ich muss rechnen. 7, 8, 9, 10. Guck mal, der benutzt seine Finger. 37-Jährige, die Finger benutzen. Ja. Ich kenne auch so manche Baba. Hör zu, Jungs. Er ist 16. Warum musstest du gerade nachrechnen? Wenn jemand zu mir kommt und sagt, er ist 97er, weiß ich, er ist 21. Ich bin richtig aufgeregt, deswegen habe ich jetzt nicht daran gedacht, 2 Jahre runterzuzählen. Ich habe einfach von 6 hochgezählt. Weil du nicht 18 bist. Ja, glaubst du, aber...
Atalay, seit wann hast du deinen Bart, Cousin? Mit wie vielen Jahren? Hab ich jetzt... Neun? Jetzt angefangen. Neun, sagt er! Er sagt doch vor zwei Jahren, Bruder. Vor zwei Jahren. Es war ungefähr angefangen, aber ich hatte nur so ein bisschen unten. Und es hat mich aufgeregt, weil ich wollte unbedingt haben, dass mein Bart bis in die Höhe geht. Aber Bruder, mit 15 Bart stabil, Bruder. Ja, aber es hat mich aufgeregt, dass er sagt, ja, hast du gehört? Vor zwei Jahren mit 15 Bart stabil, gell? Ey. Da hab ich erwischt, Bruder. Krass, du hast ihn so lange mit Fragen bombardiert. Ja, das Ding. Hart. Fertig. Danke, Bruder. Der Nächste, bitte. Lass mit dem Nächsten weitermachen. Also, hallo, mein Name ist Sario. Ich bin 19 Jahre alt. Ich komme aus Pforzheim. Ich bin gerade Arbeit suchen und wohne noch bei meinen Eltern. Hast du Schläge wegen dem Tattoo bekommen? Nein. Das ist eine wichtige Frage. Okay, wann hast du die Tattoos gemacht? Mein erstes habe ich mit 16 gestochen. Also vor zwei Wochen. Aber man darf doch erst ab 18 Tattoos machen. Ja, krass. Kann man schon früher mit Elternerlaubnis machen. Ey, Bruder, man muss viel auf Aussehen achten. Das sagt viel über dein Alter aus, Bruder. Was sagst du denn bei ihm? Das sagt bei ihm, dass er 16 ist oder 17. Was machst du beruflich? Gar nichts, ich bin gerade arbeitssuchend. Was hast du schulisch gemacht? Ich hab 2020 meinen Hauptschulabschluss verkackt. Dann habe ich den 2021 nachgeholt. Ich habe AV Dual gemacht. Wofür stehen deine Tattoos? Zeig mal bitte. Zeig mal. Die AK hat's von Tupac inspiriert, oder? An alle Kinder, tätowiert euch nicht. Macht's nicht, wenn ihr unter 18 seid, ist das. Steht da das Geburtsdatum von deinem Vater drauf? Stabil. Wann ist er geboren? 86. Maschallah. Wofür steht die Waffe? Warum hast du eine Waffe tätowiert? Wie soll ich das sagen? Früher war mal bei mir eine Hausdurchsuchung. Aber Bruder, der Chelo ist 4 Jahre älter als dein Vater. Ja. Und Bruder, schon hart, wenn du 18 bist, Bruder. Meine Mutter ist mit 16 schwanger geworden. Boah, Digga. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich echt vermisst. Aber 18 ist hart, Bruder. Hättest du gesagt, du bist 17,5. Ja, dann hätte es nicht reingepasst in die Folge. Okay, die Tattoos sind interessant, Bruder, ja? Du wolltest noch auf die Waffe eingehen. Die hast du dir tätowiert wegen einer Hausdurchsuchung? Weil früher bei mir eine Hausdurchsuchung war, wegen meinem Ex-Stiefvater. Weil der so eine Waffe hatte, also eine AK. Und die war halt Replika, sag ich mal. Und ich habe ein Foto auf Instagram hochgeladen und dann 3 Tage später ist die Polizei bei uns reingekommen. Und deswegen lässt du dir die gleich tätowieren? Weil ich habe damals die Anzeige auf mich bekommen und dann wurde sie auf ihn übertragen. Ich würde sagen, der Nächste nach ihm. Ja, würde ich auch sagen. Dank dir erstmal, dann machen wir mit dem Nächsten, Leute. Und kiff nicht so viel. Ich bin Navid, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Hamburg. Du bist Afghaner? Ja. Ja, Ballaha! Und wie alt bist du? 18. Wann bist du 18 geworden? Am 18. Januar 2004. Was bist du von Steinzeichen? Steinbock. Du siehst aus wie 16, finde ich. Hörst du Rap? Ja. Was hörst du? Deutschrap, Harun, Kali. Du hast auch noch eine Zahnspange, ne? Ja. Wann hast du die bekommen? Ungefähr vor 2 Jahren die obere. Die untere bekomme ich noch. In welchem Alter? 16 ungefähr. Ey, frag dir mal irgendwas, Sami. Du hast so Baba linke Fragen. Kannst du hochhalten? Mach mal Liegestütze. Wie viel schaffst du? Weiß nicht. Gehst du trainieren? Nein. Hast du schon mal eine Freundin gehabt? Boah, Bruder, sag nichts falsch. Hey, ich mein Gucken noch. Ja, Bruder, wenn er 18 ist, Cousin? Ja, sag gar nicht. Vielleicht ist er verheiratet, Bruder, mit 18. Ah, okay, stimmt. Ah, krass. Aber bist du verheiratet und hast eine Freundin? Nein, Schwarz. Nee. Willst du gerne heiraten? Mach doch. Er ist mit 18, oder? Sag doch jetzt die Möglichkeit. Ich bin 18 grad geworden, sag. Wenn ich 18 bin, ich heirate. Sag doch mal, Bruder. Alright, dann dank dir erstmal, dann machen wir mit der Letzten weiter. Ich bin die Telinas und ich bin auch 18 Jahre alt. Übertreib nicht. Sag mal Wahrheit, wie alt bist du bitte? 18. Aus welchem Land kommst du? Bist du Russin? Ich bin jesidische Kurdin. Ah, mashallah, mashallah. Wann bist du 18 geworden? 9.3.2004. Alle sind 2004, Cousin. Alle, ne? Alle, außer sie. Ne, die ist 19. Wir haben noch einer, der 19 ist. Er war auch 19. Aber obwohl, die ist 18. Entweder der edle Bruder aus Afghanistan ist 18 oder diese Dame ist 18. Guck mal ihre Kriegshose an. Was machst du beruflich? Ich gehe noch zur Schule. Welche Klasse? 12. Niemals. Ich habe die 10. wiederholt. Warte, du gehst in die 12. und hast die 10. wiederholt. Das geht doch gar nicht. Wann wurdest du eingeschult? Mit 6. Mit 6 Jahren? Dann haut das nicht hin. Doch. Nein. Doch. Nee. Doch. Nein, weil jetzt sind 13 Jahre. Ich war 2019 in der 10. 2020 habe ich dann wiederholt, war wieder in der 10. 2021 in der 11. Und jetzt 2022 bin ich in der 12. Das haut nicht hin. Vertrau mir. Der Bruder hier hat letztes Jahr sein Abi gemacht mit 19 und hat nicht wiederholt. Deswegen ist sie raus. Sie hat ein Jahr verheddert. Ja, safe. Du hättest ein Jahr dazu rechnen sollen, dann hättest du. Du hättest nicht sagen sollen, dass du wiederholt hast. Sinus, Cosinus, Tangens will ich noch wissen von dir. Wir hatten das Thema in der 10. nicht, weil ich auf eine Gesamtschule gegangen bin. Für die Berufsschule, auf der ich jetzt bin, wo ich mein Abitur mache. Hast du ein Fachabi auf der Berufsschule? Mein richtiges Abi. Auf der Berufsschule? Doch, das geht auch. Aber richtiges Abi? Ja, richtiges Abi. Nicht Fachabi, Tilo, Bruder? Nein, Beruf, das ist BG, berufliches Gymnasium. Hab ich noch nie gehört. Da hast du keine Fremdsprache, sondern ein technisches Fach oder sowas. Verstehst du? Was ist dein Leistungskurs? Meine Leistungskurse, ich habe 3, sind Englisch, Spanisch und
Deutsch. Was heißt auf Spanisch? Como de la vida uno café con leche, por favor. Einen Moment bitte. Für was ist das spezialisiert? Gesundheit und Soziales. Und du hast Englisch, Spanisch und Deutsch? Genau. Du hast alle drei Fremdsprachen? Genau, du hast drei Leistungskurse und zwei Grundkurse. Und einer von den Grundkursen ist halt noch mündlich. Nee, geht doch gar nicht. Es geht nicht, Bruder. Geht nicht, nee, geht du nicht. Du kannst nicht drei Sprachen als LK nehmen. Also wählen wir sie raus? Ja. Guck mal, wir haben jetzt alle einmal gehört. Einen müssen wir ja rausworten. Machst du Sport? Ich habe Fußball gespielt und jetzt mache ich halt Fitness. Und Fußball? Fußball? Wann hast du Fußball gespielt? Vor einem Jahr noch. Vor einem Jahr? Welche Mannschaft, welche Jugend warst du? D-Jugend. B-Jugend. B-Jugend? B-Jugend? B-Jugend ist mal mit 16, Bruder. Doch, A-Jugend ist mal mit 18, sein. Bruder. Nein, ich habe doch letztes Jahr aufgehört. Das heißt, ich bin gar nicht in die A-Jugend gekommen. Vor einem Jahr? Das heißt, ich wäre noch B-Jugend. Man ist auch mit 17 in der A-Jugend. Ich habe 10 Jahre lang Fußball gespielt. Du bist mit 17 in der A-Jugend. Stark. Bruder, soweit ich weiß, ist man mit 17, 18 in der A-Jugend. 17, 18. Ja. Deswegen ist sie raus. Ich würde sagen, auch raus. Wollt ihr direkt von vornherein? Wir haben acht Leute. Ja, okay, komm. Schwester, du heißt es gar nicht mehr A, B, Jugend. Das heißt U17, U15 und so weiter. Tamam, raus. Cello, auch raus? Ja, raus. Okay. Dann dank dir, aber du musst einmal Dankeschön. Raus. Wen voten wir als nächstes raus? Bruder, ich will mit ihm reden hier. Rechts muss raus. Ja, safe. Cousin, wie viele Joints rauchst du am Tag? Gar keine. Bruder, wenn du 18 bist, hast du keine Angst davor. Ich habe auch keine Angst davor. Also rauchst du? Nein. Ja, aber die haben doch bei dir vorhin was in der Tasche gesehen, oder nicht? War da was nicht drin? Kaugummis. Du bist raus, Bruder. Oder, Jungs? Spielst du Fußball? Bruder, der macht UFC, was für ein Ding. MMA. Fußball und ein bisschen Boxen. Boxen? Aber dann war mein Knie am Arsch. Und dann was bist du für eine, wie viel wiegst du? 115. Maschallah. Stabil an, Alter. Nee, 16. Ja, 16. Ja. Welche Klasse? Ich mach keine Schule mehr. Ich habe Abschluss gemacht dieses Jahr. Abi. Realschulabschluss. Was Baumdiagramm? Also, wenn du. Oh, wie soll ich. Was rechnest du mit Baumdiagramm? Prozentsatz. Prozent rechnest du mit Baumdiagramm? Scheiße, am Ende. Bruder, du rechnest Wahrscheinlichkeit. Ja, Schule war nie so meins. Auch Lügen nicht dein Ding. Aber Gott sei Dank, Bruder, weil man merkt, du bist nicht 18. Welchen Abschluss hast du denn? 3,1. Bruder, der wird immer nervöser. Boah, ich hab's gerade überlegt. Weil ich hab mit dem Jahr davor nachgedacht, aber. Jungs, der ist safe raus. Raus. Sind wir uns einig, Jungs? Ja. Okay, dann dank dir, dann müsstest du einmal rausgehen. Alright, als nächstes würde ich sagen, hinten links. Ja, hinten raus. Links ganz schnell, ja, der raus. Ja. Also Bruder, wie der angezogen ist, ist nicht wie ein 18-Jähriger, Digga. Ja, geht. Ich finde einfach, sein Verhalten wirkt nicht so. Er ist nicht selbstsicher. Aber die Sache ist, wenn sein Vater 86 geboren ist, der ist acht Jahre jünger als ich. Das heißt, ich müsste einen Sohn haben, der ist 10. Bruder, zarter, der Walla. Vielleicht habe ich auch irgendwo einen, aber. Na, ich glaube, der ist es auch nicht. Der ist es safe nicht. Das sehe ich aber vorhin gesehen, wie die ein bisschen miteinander, eher mit dem anderen Kollegen und wenn die miteinander befreundet sind. Ja, du hast diese Bullentaktik gemacht. Verstehst ja, du? Ja. Du bist ja immer eigentlich. Deswegen, sollen wir sagen, er soll raus? Raus. Haut mit den Altern nicht hin. Dann dank dir, Bro, aber du müsstest einmal raus. Wen raus? Hinten links? Hinten rechts. Der ist so offensichtlich, ja. Ne? Ja. Kannst du ihm das Mikro geben? Hinten rechts. Ich sag dir genau, was du machst. Du machst gerade deinen Realabschluss. Du bist 17 Jahre alt. Ja. Du willst Kfz-Mechatroniker werden oder du willst nicht, aber du musst. Ich mach Kommunikationselektronik. Du machst mit 18 erste Ausbildungsjahr? Ja. Wie oft bist du sitzen geblieben? 7 Mal? Gar nicht. Ich habe ein Fachabi gemacht, weil in Berlin ist es so, wenn du auf dem Gymnasium bist, dann machst du 2 Jahre. Sprich, du machst eine 11. Klasse und dann machst du ein Jahr Praktikum. Fachabi hast du gemacht? Genau. Was ist F von X? Du hast eine Parabel oder eine Gerade und du gibst an in f von x eine Gleichung. Sinus, Cosinus, Tangens. Sinus, Cosinus, Tangens sind einfach die Winkel. Also zum Beispiel, du kannst Sinus von Alpha, Cosinus von Alpha und das ist einfach um die Winkel. Oder das stimmt auch, aber der ist 17. Aber warte, das ist vielleicht 11. Klasse, der ist 17. Bruder. Kann man noch G-Store und Alpha-Jacke kombinieren? Das sind gar nicht meine Marken. Krass, daran merkt man, dass du die Masse bist. Über wen läuft dein Handyvertrag? Also mein Handyvertrag läuft. Ich weiß jetzt, es läuft nicht über mich. Könntest du über mich machen? Ich bin 18. Nein, das Ding ist, ich könnte über mich machen, aber du bist raus, Bruder. Alles läuft über meine Mutter. Ja, warum? Bruder, wo ich 18 war, ich habe meine Mutter Handyvertrag bezahlt, Bruder. Wann bist du 18 geworden, Cousin? Am 28.01. Pass auf, was für Briefe waren in deinem Briefkasten, als du 18 geworden bist? Gute Frage.
Ich habe erstmal bekommen von Sparkasse, herzlichen Glückwunsch, sind 18 geworden und die sieht man nur noch am Bankautomaten. Also wenn ich zur Bank gehe und Geld abhebe, da steht es immer noch dran. Dann ich habe einen Brief vom ADAC bekommen, weil ich habe meinen Führerschein mit 17,5 gemacht. Und was stand in diesem ADAC-Schreiben drin? So eine Kundenkarte einfach. Die haben mich informiert. Aber das stimmt nicht. Ich habe auch mit 17 gemacht. Ja, so, aber so ein Schreiben kriegst du nicht. Ich habe auch nicht ganz verstanden. Ich habe alles meinem Vater gegeben und... Aber warum habe ich so einen Brief nicht bekommen? Gute Frage. Ruf an, frag nach. Ich weiß Junge, nicht. Du erzählst uns das Heitere von Himmel. Du bist 17. Was waren die anderen Briefe noch? Mehr Briefe habe ich eigentlich nicht bekommen. Mehr Briefe hast du nicht bekommen? Nein, nicht wirklich. Dann bist du raus. Was hast du für Briefe bekommen gehabt? Kein Brief, man kriegt keinen Brief, wenn man 18 wird. Ich habe Hardcore-Briefe bekommen. Was hast du bekommen? Die haben mich ruiniert, Bruder. ADAC. ADAC habe ich auch nicht bekommen. Ich wollte nur gerade sehen, weil ich habe Führerschein mit 20 gemacht, glaube ich. Bruder, ich weiß nicht, lange her, Schatz. Bei denen, die haben Telegramm geschickt. Also ich muss auch dazu sagen, Sparkasse hat jetzt nicht mit dem 18. Lebensjahr zu tun, weil das bekommt man in Berlin auch mit 17, 16. Es kommt auf an, ab wann du deine Sparkassenkarte hast. Bruder, er ist gar nicht so schlecht. Ja, der ist stabil, Walla. Er lügt gut. Aber er lügt. Er lügt wie gedruckt. Meinst du? Ja. Ich finde ihn gar nicht so schlecht, Bruder. Ich hatte das Gefühl, er hat Angst bekommen, als ich gesagt habe, dass ich auch mit 17 gemacht habe. Er ist schon schlau, Bruder. Er ist schon schlau. Aber vielleicht erstmal den blauen raus? Ja, ja, stimmt. Oh mein Gott. Ja. Voll vergessen. Ja, der blaue muss raus, oder, Jungs? Alle, der ist für mich Geheimtipp, ehrlich gesagt. Was? Bruder, der ist 14. Ey, was ist der älteste Song, den du von Abdi kennst? Ich sag ehrlich, ich liebe euch zwar, aber ich höre euch nicht wirklich. Ich höre allgemein sehr wenig. Aha, alle, wie link du uns liebst. Was hörst du für Musik? Ich höre sehr viel Türkisch. Was ist der älteste Song, den du von denen kennst, Bruder? Der weiß nicht, Bruder. Ich höre die auch nicht, Bruder. Aber was? Hör auf, hör auf. Ich weiß, diese mit, ich weiß jetzt nicht, wie der Song heißt, aber das, was vorhin gesungen wird, diese Wurzbach, aber andere Titel kenne ich nicht. Ich kenne wirklich keine Titel. Du kennst die Titel nicht? Gib ihm mal das Mikro. Was ist der älteste Track von denen? Also ich habe noch gestern ein bisschen geguckt. Also ich habe ein paar Lieder ausprobiert und angehört. Bruder, wenn du über 18 bist, kennst du das. Bruder, jeder kennt das. Hast du gegoogelt, wie benimmt man sich als 18-Jähriger? Sag mir einen Namen, mein Bruder, bitte. Etwas mit Gefängnis. Jungs, der ist raus, hä? Cello, der ist raus. Ja, leider, ja. Das Album Gefängnis war geistig. Ja, krass. Mein neues Album heißt auch Link. Link und Link. Wir sind uns einig. Raus, nein. Link und Partner. Okay, dann danke dir auf jeden Fall, aber du müsstest einmal bitte rausgehen. Aber wer soll es denn am Ende sein, Bruder? Oder ich glaube... Hinten links. Hinten rechts. Oder er sogar, er. Ich habe das Gefühl, die haben ihn so mit Absicht reingemacht. Weil der wirkt richtig erfahren, Bruder. Lass mal reden. Das Ding ist, er hat ja die Videos gesehen. Ja? Ja, und er hätte sich so diese Steuer... Aber Bruder, 55.000 ist hart. Er hat 55.000 Coins bei FIFA. Vielleicht hat er wirklich keinen Kunden oder so, weißt du, so in dem Bereich. Du bist drittes Layer. Ja. Weißt du? Wenn du Geld aus dem Ausland erwirtschaftest, verdienst Dollar von YouTube. Ja. Die werden auf deine Konto überwiesen. Was für Steuer zahlst du da drauf? Also Umsatz, das heißt erstmal Umsatzsteuer. Aber die Frage, dann würde ich jetzt, weil diesen Fall hatte ich noch nie. Oh Bruder, du bist dritte Layer, was hast du denn gelernt bei dir? Warte, weil YouTube ist ja wirklich ein bisschen anders. Wir haben 900 Mandate, wir haben einen YouTube-Mandanten in Hamburg und den betreue nicht ich. Aber du meinst gerade, du musst zuerst was abchecken. Was musst du abchecken? Da schaut man erstmal den Firmensitz, wo Google ihren Firmensitz Irland. Hat. Dann würde ich auch erstmal schauen, ob das steuerfrei ist, weil bei YouTube-Einnahmen, ich glaube nicht, dass das steuerfrei ist. Das heißt, dass es umsatzsteuerpflichtig ist, gemäß Paragraph 13 dann steht die Umsatzsteuer. Und da ist jetzt... Doppelsteuerabkommen. Das ist beispielsweise bei Kfz, das kann ich ja beispielsweise sagen. Kfz-Händler, dort, die machen das dann so, dass das ist... Das bin ich natürlich internationaler Warenverkehr. Es fehlen mir die Fachbegriffe. Jetzt hört sich wie erste Layer an. Ja, ich glaube auch erste Layer. Ja, also, dass du gerade am Anfang hast, weil. Bruder, dritte Layer, wir sind in Deutschland. Ich habe zweimal sitzen geblieben. Die Einnahmen aus YouTube sind umsatzsteuerfrei. Umsatzsteuerfrei? Pass auf, Bruder Herz. Ich habe einen tunesischen Pass und einen deutschen Pass. In welchem Land bin ich steuerpflichtig? Das kommt auf die beschränkte oder unbeschränkte Steuerpflicht ein. Also ich vermute mal, dass du über 180 Tage in Deutschland lebst, dass du hier in Deutschland deine Einkommen hast und wahrscheinlich auch mehr hier in Deutschland lebst. Das heißt, du bist unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland, nicht in Tunesien. Er hat recht, Bro. Ja, es gibt das Doppelsteuerabkommen, Bruder. Das kann man auch mit 17 wissen, Achim. Okay, ich habe jetzt mit Sammy zusammen De La Rue GmbH gegründet. Sammy und ich zusammen machen 100 Millionen im Jahr. Ungefähr. Mashallah, Bruder, leih mal 20. Was müssen wir an Steuern zahlen? Also das hatten wir nicht, das kriegt man auch erst im dritten Ausbildungsjahr. Bruder, GmbH. Du bist doch Dritte. Ja, das lernt, ich bin Anfang. Aber Bruder, GmbH, 30% weiß eigentlich jeder, oder nicht? Chilo, Bro, was sagst du? Ist er 18 oder nicht? Das Ding ist, diese ganzen Steuersachen stimmen halt alle nicht.
nicht, aber er bringt das so also selbstbewusst rüber, dass ich ihm das fast abkauft. Sache ist ja die, er ist im Ausbildungslehrer. Ja? Aber Bruder, er labert nur Scheiße. Ja, okay, dann hat er viel Geschwätz. Aber er labert gut Scheiße. Also ja, nee, er labert souverän. Er labert erwachsen Scheiße, aber er labert nur Scheiße. Guck mal, weißt du, was ich glaube? Vielleicht ist er wirklich 19 und er macht dieses, er ist wirklich Steuerfachangestellter, aber er interessiert sich gar nicht dafür, weißt du, sondern hat von seinen Eltern gesagt bekommen, da verdienst du ganz gut Geld, mach das. Gerade in der Ausbildung, du bist ja voll geballert von diesen ganzen Informationen. Ja, aber vielleicht hast du wirklich so im ersten Jahr das, im zweiten Jahr, vielleicht interessiert ihn das privat gar nicht so. Was hast du für einen Durchschnitt? Durchschnitt weiß ich nicht, aber ich bin 3, also Rechnungswesen 2, Steuerlehre, das größte Fach habe ich eine 4 und sonst eine 3. Ja, siehst du, Steuerlehre hat eine 4. Aber das, man muss auch sagen, das Steuerlehre ist auch echt ein heftiges Fach. Bruder, der ist 19. Ich glaube dem das irgendwie. Dann lass jemanden anderes befragen. Ja, Bruder, dann jemand anderen. Der ist für mich schon mal der Hauptkandidat. Wollen wir den Sidechain-Typen rausvoten? Ja, Bruder. Ich glaube auch nicht, dass wir ihn als Hauptkandidaten mitnehmen, wenn er schon mal da war, weißt du? Obwohl, doch, das hatten wir schon mal. Echt? Ja, ja. Wir hatten bei Paar schon mal jemanden aus einer Psycho-Folge. Ja, die haben Erfahrungen, habe ich gemerkt. Die können gut so diese bei Mutter die haben schon Routine. Bruder, gib mir 2, 3 Chancen, stark, bevor die reinkommen. Ich würde ihn rausbauen. Ich auch. Bruder, wie alt bist du nochmal? Ich bin 18. Ja! Palabra. Seit wann? Seit 2 Wochen knapp. Warum hast du heute wieder mitgemacht? Weil wir einen Volljährigen brauchten. Achso, dann hast du dich beworben? Ja, warum nicht? Ist doch cool. Ja, du kennst mich schon. Und das kann gar nicht sein. Die haben genau extra bei Wer ist nicht volljährig an dich gedacht und dich dann gerufen, mein edler Bruder. Bruder, ich bin auch Link, Mann. Weil es ist halt einfach lustig, weil ich bei Drillinge gesagt habe, dass ich 17 bin und jetzt in der Zwischenzeit. Also von allen Volljährigen denkst du, haben sie dich gerufen. Krass. Okay. Krass. Ja, Mann. Auserwählt. Der Daywalker. Ja, okay. Der 17-jährige Daywalker hat. Ja, ich würde auch sagen, raus. Ja, Bruder. Ja, ich auch raus. Aber du hast schöne Schuhe an. Alright, dann müsstest du einmal bitte rausgehen. Alright, 3 Leute sind noch da. Ja. Ihr wolltet mit Vis-a-vis reden? Ja, ja. Schöne Grüße an Vis-a-vis übrigens. Legende. Was ist der älteste Song, den du von Till und Abdi kennst? Das wird jetzt peinlich, weil ich kannte die beiden davor nicht. Also nur von den Videos. Von welchen Videos? Also von deinen Videos halt oder so. Die von beiden? Die beiden? Ja, oder? Die waren noch nie da. Okay. Was ist der älteste Song von mir, den du kennst? Ich kenne auch keinen Song von Bruder, dir. Bruder, die ist niemals 18, Cousin. Wieso? Die muss Sami sein Lieder kennen, Bruder. Warte, aber das muss sie wissen. Was ist der älteste Haftbefehl-Song? Wirklich gar nicht meine Schiene. Ich kann euch nichts. Achso, okay. Ist nicht geil. Du hörst kein Deutsch. Was hörst du denn für Musik? Keine Ahnung, ganz normal. Drake, irgendwas, sowas. Ich glaube, sie ist 17. Ja, das ist doch noch dieses Alter, wo du ja noch nicht entschlossen bist. Stellt mir gern Fragen. Du hast Führerschein? Ja. Was ist die Motorkontrollleuchte? Ja, ich bin eine Frau, ne? Hallo, excuse me, wir haben 2022. Ja, mit Autos kenne ich mich nicht so gut aus. Du hast doch gerade über Ölwechsel geredet, du hast doch geredet wie Ding. Ich kann dir aber nicht alles sagen. Was ist eine Motorkontrollleuchte? Ja, wenn was am Motor. Kupplung, bitte, erste Gang einschalten, bitte. Ja, also ich drücke auf die Kupplung, dann gehe ich in den ersten Gang rein und dann lasse ich die Kupplung kommen und gehe gleichzeitig aufs Gas und dann fahre ich los. Oder es kann auch sein, dass sie einen Führerschein, dass sie ihn hat, weißt du? Oder die macht gerade Führerschein, aber nur Automatik. Ja, ich habe wirklich Automatik-Führerschein gemacht. Also ich hatte 10 Stunden mit Schalter und den Rest Automatik, die Prüfung auch. Und deswegen bist du raus? Nein. Doch, du bist raus. Du hast doch deinen Führerschein mit, warte, sie ist raus. Das ist erst ab 2020 oder so eingeführt worden. Ja, nein, 21 im März. Ich durfte das noch machen, ich habe mich davor angemeldet, aber durfte aber das tatsächlich gesagt, noch machen. Du hast doch gesagt, du hast deinen Führerschein mit 17 gemacht, oder nicht? Nein, habe ich nicht gesagt. Sondern? Habe ich eigentlich nicht mit 18, habe ich den gemacht. Krass, doch, da hat recht, da war was. Mit 17 hat sie Lippen gemacht. Genau. Die macht jetzt auch schon mit 18 und so. Ja, du hast sie entlarvt, Achi. Also, ich habe den 2021 im Frühjahr angefangen und ich war zwar schon drin, aber mein Fahrlehrer hat mir das quasi ermöglicht, dass ich quasi dann noch, keine Ahnung, 38 Euro waren es, glaube ich, beim... Boah, es waren 38. Boah, wie ja, Link der Fall. Das war so eine Detail-Notlüge. Ja, damit man es mir glaubt. Ja, ja. Hey, Celo Abi hat gesprochen. Sorry, du bist nett, du siehst aus wie Vis-a-vis, Legende von Deutschrap-Redakteuren. Erkundigt euch, Kids. Einen fetten Applaus auf jeden Fall. Nein, was sagst du? Ich hab deine Sendung kurz übernommen. Entschuldigung, Bruder. Ich weiß nicht, Bruder. Bist du sicher bei ihr? Ich weiß gerade nicht. Was sagst du? Also, Bruder, nur vom Aussehen gebe ich ihr 16, Bruder. Aber es könnte schon sein, dass sie 19 ist. Also, ich würde sagen, der Kollege ist... Ich glaube, er ist volljährig, ne? Ja, ich auch. Ich bin auch volljährig, ich meine schon. Und ja, der auch. Ja, dann sind wir uns ja einig. Dann kann sie ja gehen. Aber sie würde ich noch nicht direkt rauskicken. Aber würdest du sagen, er zuerst? Okay, warte, sorry, Bruder. Warte. Wenn du 2002 geboren bist, wie alt bist du? Naja, dann bin ich ein Jahr älter, also bin ich dann 20.
aktuell. Oh, ein Jahr dann älter. Bin ich ja logischerweise ein Jahr älter, logisch. Ja. Weil wir das ja vorhin gesagt haben. Krass, wie link. Ja, ich würde erstmal Mitte raus, oder? Die Mitte, ja. Ja, Bruder, komm. Ist zu offensichtlich, glaube ich. Spandaus Feinest. Der stabilste 17-jährige Spandauer. Ja. Okay, dann müsstest du einmal bitte rausgehen. Finale, Jungs. Ich habe eine gute Frage. Das Ding ist, ja, frag. Würdest du mit ihm was anfangen? Nein. Würdest du mit ihr was anfangen? Warum? Alter, machst du gerade wie bei Konzi. Gib mir mal das Mikro. Dieses Street-Tinder. Kick ihn mal oben und unten ab. Warum? Weil ich doch in der Ausbildung bin und ich will doch erstmal mein Leben auf. Okay. Und du jetzt? Ich bin vergeben. Alter, ich dachte jetzt, weil die eine sagt, weil er minderjährig ist. Ja, dachte ich auch, dachte ich auch. Digga, das wäre krass, Bruder. Aber keiner hat den gebracht, Digga. Boah, ich sag dir ehrlich, ich glaube rechts ist es. Also volljährig. Er ist 18-jährig, ja? Ja. Er ist auf jeden Fall definitiv. Der ist sogar vielleicht 19, wer weiß. Der hat das auch mit diesem Steuerding, der hat zwar fast gar kein Wissen, aber du hast das sehr, sehr, sehr schlau delivered irgendwie. Der braucht Buch. Der hat gute Sitzfleisch, der kann sich lange konzentrieren, deswegen. Ja. Zeig mal dein Armband, was ist auf dein Armband? Ich bin 17. Pandora-Armband. Okay, ich sag, also ich bin für rechts. Dass er der 18-Jährige ist, gell? Ja, oder Sammy, was sagst du? Bruder Waller, ich weiß es nicht. Bruder, diese 50.000 von ihm haben mich hart irritiert. Ja, das stimmt, Bruder, aber... Ja. So, ich gehe mit links. Meinst du? Ja! Nein. Ich gehe mit links. Ich weiß nicht, Bro. Aber bei Frauen kann man schwieriger einschätzen. Vor allem, sie hat noch eine Zahnspange drin. Die hat Zahnspange, Walla, ja. Die Dame ist es, weil bei... Dame volljährig? Bruder. Nein. Nein, minderjährig. Ja. Was sagst du, Chilo? Aber ich sag immer das, was Chilo sagt sowieso. Ich sag, macht Einzelkampf. Du bist auch krank, Bruder, Walla. Die Sache ist, Bruder, der wusste gar nichts, Bruder. Bruder, aber so ein paar Sachen wusste er. Das Ding ist, er ist halt so offensichtlich nicht 18. So, also man denkt erst... Was sagst du? Ich sag sie. Was sagst du, Aga? Ja, was? Ich sag der Bruder. Dann ihr beide sagt, er ist 18? Ja. Bruder, wir machen hier Nafri United, du weißt, ja, Bruder. Seid ihr für links? Wir gehen auf links. 51er trifft... 51er trifft Straße, Junge! Scheiße, okay, dann müssen wir Schnickschnack schon machen. Bis 3 oder bis 1? Bis 1. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Bam! Das heißt, wir den Ja, richtig. Scheiß auf, Bruder. Hauptsache, du hast Sünde gemacht. Okay, das heißt, du müsstest einmal rausgehen und das heißt, wir denken, du bist der echte 18-Jährige. Das heißt, wir denken, dass du die Wahrheit sagst. Und jetzt wird aufgelöst, wer der tatsächliche Volljährige ist. Krass! Hart! Warte. Trotzdem verloren. Weil die nicht auf uns gehört haben. Oh mein Gott. Ich lieg nie falsch. Wir haben trotzdem stark gemacht. Noch nie falsch gemacht. Oder er hat's gut wirklich rübergebracht. Okay, ihr habt die krasseste Lebenserfahrung. Ey, lass doch mal den Moment genießen. Ja, aber ich war eigentlich auch für sie, aber dann war ich so... Er hat mich überredet, seine Schuld. Ja, Bruder, wir genießen doch gerade den Moment. Warte doch mal kurz. Warte, ich muss jetzt erstmal Nella-Tee trinken. Bruder, siehst du, sogar ich bin schon zu alt dafür, Bruder. Ja, krass. Jetzt will ich das wahre Alter von euch wissen. 16. Ich bin 16. Ich bin 17 Jahre alt, alles hat gestimmt, außer mein Alter. Welches Ausbildungsjahr? Dritten. Digga, das stimmt sogar. Boah, ich bin 17, alles blöd. Wow, ab 17 schon Was war denn? Ich bin 11. Klasse, ich mach Abitur 3 Jahre. Ich hab 10. Klasse wiederholt. Wie schlimm, Bruder, ich auch. 7-mal aufstehen, 7-mal fallen, 8-mal aufstehen. Ja, ich bin auch 17 einfach. Sie haben mir keine Fragen gestellt. Sorry, Bruder. Du musst lügen noch, gut üben. Wann wirst du denn 18? In einem Monat. Oh, ach so, knapp, ist noch dieses ja, Jahr. Ach so, krass, okay. Ja, also ich bin 19. Digga, ey, bin die oh Volljährige trotz Zahnspange. Also ich schnapp, die wussten es, nur kurz so. Ja, ich bin 14. Was? Jawohl, Bruder, komm, ich wusste, hab ich nicht sogar gesagt, 14? Bruder, er ist 12. Oh mein Gott. Ich gehe in die 9. Klasse und bin 2008 geboren. 10, was macht man so mit 14? Ja, sag mal. Leben genießen. Heftig. Ich weiß warum? Walla, wie Schock.
Ich hätte niemals gedacht 14, ich hätte gedacht 16. Okay, ey, habt ihr alle richtig stark gemacht? Leider lagen wir falsch heute. Nein, ich lag richtig, Bruder, lass mich da raus. Das Ding ist, wir verlieren gemeinsam, Bruder. Hättest du auf mich gehört, Bruder. Egal, man kann nicht immer richtig liegen, weißt du? Das Ding ist, alles von ihm hat ja gestimmt, weißt du? Deswegen, wir waren schon... Bruder, Bruder, die sind doch von Link und Link, Alter. Ey, Applaus auf jeden Fall für alle. Ja, stabil, stabil. Bravo. Dann dankt euch auf jeden Fall, habt ihr alle stark gemacht. Wenn ihr was erwähnen wollt, könnt ihr das jetzt machen. Instagram navid.hzd. Mein Instagram ist Joey auf Insta und mein TikTok Joey auf TikTok. Ganz wichtig, folgt mir auf TikTok. What's Nick? Und ich grüße Julian und Ben. Hallo, mein Insta ist atalay.44_. Und ich grüße Yves, Paco und Levent. Ich habe kein Insta, aber schöne Grüße an meinen Cousin, an meinen kleinen Bruder Darian und an meinen Jungs. Marco hat kein Insta. Ja, krass. Aber ich weiß warum. Das Finanzamt mich sieht, wie er lebt und so, dies, das. Ich grüße Sina und Döber. Du hast heute 500 Euro gewonnen, weil du Lügner bist. Weißt du wenigstens, wie du die 500 Euro versteuern musst? Dankt dir auf jeden Fall. Dankt euch, Jungs. Ja. Leider lagen wir falsch, aber... Ich lag richtig. Ihr lag wenigstens richtig. Ja, gut. Also wie gesagt, wir lagen alle falsch, außer Sami und Abdi. Aber ey, es war auch heute schwer. Guck mal, es waren 8 Leute heute da. Ja, ja, also für euch war es schwer? Ja, ja, für uns war es schwer, aber für die nicht. Hättest du auf uns gehört, Nahim? Ich sag dir ehrlich. Ab jetzt musst du immer auf ihn hören, Bruder. Ja, Mann. Alright, dann war es gewesen mit dem Video. Check die aus, alles von denen in der Videobeschreibung drin. Denkt dann am 20.11. kommt, Jungs, die krasseste Sightings-Kollektion online. Wird geisteskrank. Sehr krass. Wird sehr, sehr geisteskrank. Check das doch drauf. Von den Jungs, auch in der Beschreibung drin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned, Dicker.